Aber schön, dass das Spiel einfach gecrashed ist. Naja. Jetzt habt ihr alle gesehen, dass ich nicht auf einem Emulator spiele. Gibt es überhaupt schon Switch-Emulatoren? Bestimmt. Dann wiederum, was heißt schon, wenn ich bedenke, wie alt die Switch ist. Wobei ich das immer so ein bisschen ranzig finde, gerade bei so neueren Konsolen. Also, wenn man jetzt sagt, boah, ich emuliere jetzt GameCube oder so, habe ich zumindest mehr Verständnis für, weil ich mir denke, oh, du bist sogar noch gesättigt. Weil, ne, ist halt eine alte Konsole und schwierig abzugreifen oder so. Aber Switch. Du bist am Verhungern. Okay. Das hier? Okay. Ich müsste mich hier nur vielleicht gleich mal wegbewegen, weil sonst habe ich die ganze Zeit den Händler hier. Guten Morgen. Möchtest du Fisch, okay? Ja. Fisch ist in Ordnung. Hallo Beverly. Du hast dich sicher schon gefragt, wo ich in letzter Zeit abgeblieben bin. Ich habe mich in meinem Haus versteckt. Ich wollte es nicht verlassen. Genau wie in einer Kleinstadt sprechen sie Dinge herum. Und dann beginnt das Getratsche. Meine Wände sind nicht besonders dick. Ich kann die Leute reden hören. Über mich. Diese Sache, also ungerechtfertigtes Gerede, meine ich. Das ist früher andauernd passiert in der Kleinstadt. Die Leute sind wohl überall gleich. Eine gute Freundin von mir war immer sehr nett zu mir. Sie hat mir Komplimente für meine Frisur oder meine Kleidung gemacht. Und was machen meine Freunde? Sagen mir, dass ich schöne Knie habe. Die Komplimente rissen nicht ab. Und da hatte ich gerade meinen Bruder verloren. Weißt du noch, ich hatte doch die Geschichte mit dem... Ah! Nein. Nein, 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 nein. Nicht gut. Wie kann das sein? Wie kann das Spiel denn punktgenau genau das nehmen? Uff. Ja. Ah, tut mir leid. Das ist der größte Trigger, den du mir vor die Nase halten kannst. Das ist sehr tagesformabhängig bei mir. Also an manchen Tagen ist das jetzt nicht so das Problem, aber an manchen Tagen halt schon. Weil ich da halt in der Vergangenheit negative Erfahrungen mitgemacht habe. Genau halt mit dem Krankheitsbild. Dementsprechend, wenn es halt nur so grob vorkommt, ist es halt okay. Aber wenn es halt genauso namentlich dir vor die Nase gesetzt wird, ist halt schon kacke. So, deswegen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das genau das da drin vorkommt in dem Spiel? Also, okay. Ich klicke das einfach mal einmal durch. Ist halt so ein bisschen doof, weil das wahrscheinlich auch für ihre Charakterentwicklung sehr wichtig ist und für ihre Backstory, aber ja, nee. Wobei, wir sind, glaube ich, jetzt bei Partys angekommen. Jetzt ist wieder okay. Aber Beverly klingt auch so, als wenn sie eventuell bald geht. Jetzt wird ausgepackt. Okay. Rede mit den anderen Passagieren an Bord. Ich werde, glaube ich, jetzt einfach mal wegfahren, damit die Händlermusik mal weggeht. Ja, die Dame hat sowieso die besten Szenarien. Das mit dem Messer vorhin war ja auch sehr interessant. Ich fahr einfach mal hier hin. So, was wollte ich jetzt überhaupt
glaube, ich wollte eigentlich auf Astrid warten, ne? Astrid und Beverly sind aktuell so ein bisschen in den letzten Zügen. Ansonsten rennt hier irgendwo ein wild gewordener Pilz rum. Und ich glaube, viel mehr. Du bist bei 4 von 6. Und rede mit den Passagieren an Bord. Okay. Ich hätte aber gerne mehr große Passagiere. Die kleinen übersehe ich immer. Beverly, hinter ihrem Rücken reden? Bei den 7 Grazien von Imalda. Das würde ich niemals tun. Sowas könnte ich gar nicht. Hm. Ich dachte, sie mag mich. Seltsam. Hoffentlich habe ich sie nicht irgendwie verärgert. Hä? Die alte Beth? Hinter ihrem Rücken? Nee. Niemals irgendwas über irgendwen sagen. Wir werden niemanden verpfeifen. Du musst die Älteren mit Respekt behandeln, das ist die goldene Regel. Familie ist das Wichtigste. Oh, das hat scheinbar schon gereicht für ihre Quest. Okay. Back würde ich sehr gern übersehen. Ich glaube, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Ich glaube, manche finden ihn richtig cool und manche finden ihn furchtbar. Da wir aber wahrscheinlich sowieso Richtung Immerfort müssen, oder zumindest aus dem Gebiet hier vielleicht raus, würde ich hier schon mal hinfahren. Beverly, wenn du mir jetzt schon wieder irgendwas über dieses Thema erzählst, ne, ich schwöre, dann fliegst du direkt über Bord. Wobei, jetzt bin ich drauf vorbereitet. Das hat mich gerade nur sehr kalt erwischt. Wo bist denn du? Da. Letzte Nacht habe ich überhaupt nicht gut geschlafen. Mein Rücken hat mir sehr zu schaffen gemacht. Tell me about it. Was machst du gerade so? Bist du mit etwas beschäftigt? Nö. Oh. Ich hätte dich nicht darum gebeten, das zu tun. Was? Ich habe mit niemandem geredet. Tuscheln die Leute hinter meinem Rücken über mich? Ich glaube nicht, dass sie schon genug Zeit hatten, um sich eine Meinung über mich zu bilden. Bist du sicher, dass ich dich darum gebeten hatte? Das klingt nach etwas, das du aus eigenem Antrieb tun würdest. Ich werde mich den anderen jetzt vielleicht vorstellen. Hoffentlich hast du meinen Ruf nicht schon völlig ruiniert. Oh, Zuckerschote. Du versuchst ja immer nur zu helfen. Okay. So langsam habe ich den Überblick verloren bei ihr. Ah, hallo Alex. Da, da, da. Ich stelle mich einfach mal hier hin, beziehungsweise nicht direkt neben Alex vielleicht, weil sonst haben wir die ganze Zeit seine Musik. Da, da. Aber wie gesagt, ich denke, wir werden halt wirklich warten müssen in dem Fall. Wie das mit, jetzt einfach mal hier hin, mit Astrid und Beverly weitergeht, weil alles andere. Die sind schon mal 5 von 6 immerhin. Alles andere kann ich halt aktuell auch nicht machen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Bei Gran mussten wir ja auch ein bisschen warten. Also ich habe ja auch nicht so sonderlich viel Pen-and-Paper-Wissen. Weil die Sache ist, ich finde das Prinzip von Pen-and-Paper echt cool. Also auch wenn ich dann teilweise sehe, wenn Leute so ihre Charaktere für ihre Kampagnen gestalten, sei es jetzt wirklich, sie zeichnen sie oder sie lassen sie zeichnen oder denken sich einfach Backstory für die aus. Oder auch wenn ich dann höre, wenn man da so zusammensitzt und zusammen spielt und so. Also ich finde das schon echt cool, muss ich sagen. Aber es ist genau wie bei mir und Büchern. Ich finde das total cool, so als Hobby. Und ich finde das auch schön, wenn ich sehe, dass Leute da Spaß dran haben und drüber reden und schreiben und so. Aber es, für mich persönlich interessiert es halt einfach nicht so. Es ist halt einfach nicht meins irgendwie. Was ja auch nicht schlimm ist. Aber dementsprechend habe ich halt auch nicht so viel Wissen in dem Bereich. Und finde Buck dementsprechend einfach nur wahnsinnig lustig, weil ich mir so denke, ich weiß nicht, was er geraucht hat, aber war bestimmt gut. Ansonsten, wie gesagt, haben wir eigentlich. Also klar könnten wir jetzt noch ein paar Materialien sammeln gehen oder sonst irgendwas, aber an sich.
Können wir hier jetzt erstmal nichts machen? Hier haben wir soweit alles, außer die Seelenblume und halt das Ektoplasma. Ist halt so die Frage, wie komme ich an das Ektoplasma? Weil das brauche ich ja auf jeden Fall auch zwingend. Ist zwar schön, dass ich hier vor der Immerpforte in mein Leben chille, aber ohne komme ich halt auch nicht weiter. Aber ich muss ja da irgendwie jetzt schon drankommen. Weil ich hatte jetzt so kurz gedacht, okay, vielleicht kriege ich das ja auch im neuen Gebiet, aber das kann ja nicht sein, weil um ins neue Gebiet zu kommen, brauche ich ja dringend die Nebelscheinwerfer, also muss ich da ja auch schon vorher irgendwie drankommen können. Aber ist halt so die Frage, wo? Weil wir haben ja hier unten halt noch das Gebiet hinter der Nebelwand. Und irgendwo hier oben. Genau hier. Aber wie gesagt, wir müssen ja irgendwie vorher da schon dran kommen, weil das würde sonst ja gar keinen Sinn ergeben, weil das brauchen wir ja nun mal zwingend. Ich glaube, zum einen auch, um ein paar Sachen zu bauen, aber halt vor allen Dingen für das Upgrade. Dementsprechend müssten wir da jetzt schon dran kommen. Aber wenn es jetzt das Minispiel von Buck wäre, dann wäre es auf der Karte doch auch eigentlich schon... Buck ist kein DLC-Charakter, richtig? Dann wäre es ja jetzt auf der Karte schon eingezeichnet irgendwo. Glaube ich. Das heißt, irgendwo komme ich schon da dran? Aber ich habe es irgendwie nicht gecheckt. Aber abgefülltes Ektoplasma klingt halt so ein bisschen wie das mit dem Gewitter, dass ich es halt nicht irgendwie herstellen muss, sondern quasi, ne, mir snacken muss von irgendwo. Huh. Aber wo? Ja, hier sind überall abgefüllte Blitze. Aber wenn das noch kommt. Heißt das, ich muss jetzt hier einfach erstmal meine Eier schaukeln, meine nicht vorhandenen, und warten, bis irgendwie Sidequest-mäßig noch ein bisschen was aufploppt, weil ich war ja an sich überall. Wie verbringe ich denn jetzt mein Leben in der Zwischenzeit? Ich könnte Thunfisch angeln gehen, das ist um die Ecke, aber ist auch nicht so mein Hobby. Weil ich habe ja an sich soweit alles aufgedeckt. Eierschaukeln hört sich richtig an, weil du dich so gut damit auskennst. Aber ich nehme an, dein Tipp, Eve, wäre wahrscheinlich ähnlich gewesen. Du würdest auch deine Eier einfach schaukeln. Ich meine, ansonsten kann ich halt noch ein bisschen durch die Gegend fahren und Material sammeln, dass ich nicht ganz so traurig bin hier in meiner Ecke. Du kannst mir auch gerne deinen Tipp ansonsten schreiben. Ist okay, wenn es nicht um deine Eier geht. Beverly, was möchtest du denn noch? Ein Haus? Ja. Sie möchte wieder ein Haus haben. Für ihre Hunde und Ziegen. Vielleicht sind wir auch in einer ewigen Zeitschleife gefangen. Du hast den Kacke, den du dafür brauchst, heute erhalten an Bord. Ich meine, wir haben zwei Charaktere heute erhalten, ne? Wir haben Buck und wir haben Stanley. Aber auch da muss ich wahrscheinlich abwarten, bis sich da irgendwas tut. Könnte ich mir vorstellen. Beziehungsweise bis sie sich halt von alleine einfach melden. Ich meine, ich kann natürlich auch nochmal mit denen reden. Logisch. Aber ansonsten fahre ich hier einmal so ein bisschen durch die Gegend in der Zwischenzeit. Das ist nett von dir. Dankeschön. So. Problem ist nur, sowohl Buck als auch Stanley sind echt schwer zu finden, weil die nicht so sonderlich groß sind.
Wo wäre denn mein Gästehaus eigentlich? Das ist doch auch irgendwo hier oben. Da ist Gwen, da ist Astrid, da. Ach, da sind beide im Gästehaus. Okay. Das ist cool. Hier ist so viel Platz. Daran könnte ich mich gewöhnen. Stanleys Zimmer wird fantastisch. Und mit dir kann ich gar nicht reden. Warum nicht? Ich umarme dich einfach. Bitte erwürg mich nicht mit deinem Schweif. Möchtest du auch was zu essen, wenn ich schon mal hier bin? So. Ja, Stanley ist wirklich ein bisschen creepy, das stimmt. Aber mal gucken, was es mit dem noch auf sich hat. Ja, ich nehme an, dass Beverly jetzt auch erstmal schlafen geht. Dann legen wir uns auch schlafen. Immerhin schläft der gruselige Pilz nicht mehr bei uns im Bett. Und diesmal crasht auch nicht das Spiel, wenn ich schlafen gehe. Das ist auch sehr erfreulich. Kann man von da aus mal... Wobei, wir können auch hier hinfahren. Ich glaube, das Ausrufezeichen ist wahrscheinlich außerhalb unseres Gebietes. Ding dong. Oh, mein Knoblauch ist fertig. Wobei ich auch gar nicht mehr so viel koche in dem Spiel, weil wir haben einfach auch so viel Essen, weil ich, glaube ich, am Anfang einfach so unendlich viel gekocht habe. Also, meine Meal Prep Skills waren auf einem ganz anderen Level am Anfang von diesem Spiel. Dementsprechend. Ah, guten Morgen. Willst du ein paar. Ach ja, du wolltest ja kein Obst, Entschuldigung. Kaffee? Ach nee, hattest du gestern schon. Ja. Es tut mir leid. Popcorn. Jetzt aber. Das scheint er auch zu mögen. So, haben wir dich schon mal. Komm mal von der Tür weg. Oh, dir geht's aber noch ganz gut. Na gut. Ich hoffe, ich habe das alles eingefroren und nicht einfach hier rumliegen. Ja, bleiben Sie hier. Im Jenseits bleibt alles frisch. Ja, ich glaube auch. Moment, ich komme gleich, Beverly. Ich muss nur kurz wieder den Kurs ändern. Hör zu, Stella. Ich weiß, dass du weißt, dass etwas mit mir nicht stimmt. Mit meinem Gedächtnis. Wie ich über Dinge nachdenken kann. Ich kann nicht mehr so denken wie früher. Es ist richtig schwierig. Aber du bist hier und das hilft mir. Weißt du was? Denk nicht darüber nach. Genau, also... Ich habe mich an andere Teile des Traums erinnert, von dem ich dir neulich erzählt habe. Du weißt schon, der mit dem Projektor und dem Zuckermais? Richtig! In diesem Teil habe ich mir die alten Filmnegative meines Vaters angesehen. Aus der Zeit, während der er in Europa stationiert war. Ich weiß nicht mehr genau wo. Er hat nie wirklich über seine Erlebnisse geredet. Er war wohl das genaue Gegenteil von mir. Er hat jedoch ein paar wunderschöne Häuser erwähnt. Er meinte immer, wir hätten unser Haus in diesem Stil bauen sollen. Wie hieß der Ort noch gleich? Nordweiler? Das müsste stimmen. Wenn du diese Folie findest, könnte ich mich vielleicht an etwas mehr erinnern. Und das ist für dich. Das wird dir sicher nützlich sein. Ah, okay, dann müssen wir nochmal nach Nordweiler. Dann habe ich ja zumindest ein bisschen was zu tun. Was? Miki hat Kohle gescheffelt? Ich will auch Kohle scheffeln. Was? Okay. Was habe ich mir da gerade durchgelesen?
Bitteschön. Ich glaube, ich müsste nur Gustav langsam mal wieder füttern. Ich glaube, der hat jetzt auch schon wieder ein paar Tage nichts bekommen, weil er einfach immer gefühlt AFK ist. Vielleicht kriege ich mein Schiff heute doch nicht mehr aufgewertet. Naja, nicht so schlimm. Dann doch nach Nordweiler. Gut, dass hier direkt eine Bushaltestelle ist. Wo ist denn Gustav? Wie weit ist eigentlich Astrid? 5 von 6 noch. Gustav, wo bist du? Eben war er doch noch hier. Aha. Ja, ich wollte dir auch was zu essen geben. Alles gut. Bisschen Curry? Was eine weitere Facette meiner Existenz wurde offenbart? Okay. Aha. Okay, so. Oh, ich höre schon Alex. Alex, ich müsste mal irgendwo... Wo genau ist Nordweiler? Loneberg? Da ist Nordweiler. Dann müsste ich mal dahin. Das ist so praktisch, dass man schnell reisen kann. Das ist so ranzig, wenn man in Spielen nicht schnell reisen kann. Also, dass man sich von Anfang an kann, akzeptiere ich, aber, ne? Wenn es dann irgendwie gar nicht geht oder erst sehr spät... Oh. Belastend. Da ist noch eine seltene Truhe. Und wir können noch mal ein bisschen Fleisch kaufen gehen. Okay. Also ich glaube, ganz so viel werden wir heute jetzt auch nicht mehr machen, weil ich habe ja meinen Zettel jetzt so gut es geht abgearbeitet. Außer, wie gesagt, die Sachen, die ich noch nicht machen kann. Und wir haben immerhin 2 Charaktere quasi nicht direkt zu Immerpforte gebracht, aber über die Brücke gebracht. Nennen wir es mal so. Und dafür dann auch 2 neue bekommen. Mit Buck und Stanley. Auch wenn Stanley irgendwie übelst weird ist, dann wiederum Buck irgendwie auch. Also, ne, haben wir auf jeden Fall da storytechnisch schon mal gut was geschafft. Und wir haben ja auch ein bisschen was gebaut und aufgewertet. Ne, also ich denke mal, wir haben die Quests eigentlich schon ganz gut vorangebracht. Und ich könnte mir dann auch wirklich vorstellen, dass Astrid und auch Beverly bald gehen werden und wir dann auch die Möglichkeit haben, an das Plasma zu kommen und dann unser Schiff aufwerten können. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich den Bauplan noch finde. Dass wir das auf jeden Fall noch machen. Und dann werden wir auch, glaube ich, langsam zum Ende kommen, wenn ich mal so auf die Uhr gucke. Ein Schaf! Nee, das war scheinbar schon offen. Das auch. Nein! Wir können nicht jedes Schaf kidnappen, was wir sehen. Ah, es ist eventuell das Haus da oben. Buke, wie viele Schafe hast du bei dir zu Hause? Was? Moment. So. Flup. Ah ja. Straßburg 1944. Okay. Nun? Ich hätte auch gerne so Schafe. Das wäre schon cool, aber ich habe irgendwie das Gefühl, unser Garten ist minimal zu klein dafür. Wer will denn jetzt alles was von mir? Ist rot Stanley? Haben wir da noch lila? Moment. Mhm. Wildfang. Ich bin so müde. Mhm. So alt.
Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr weiter. Würdest du mir einen Gefallen tun? Bitte bring mich dorthin. Bring mich zu dem Ort, an dem es endet. Gut, das war... Was? Warum ist hier zu? Stanley! Sieh nur, Riesenhut. Ich habe getan, was du mir geraten hast. Dieses Gästehaus ist jetzt Stanleys Zimmer. Ist aber noch nicht ganz fertig. Ich brauche nur ein paar Dinge, um es zu verschönern. Möchtest du mir helfen? Wenn es dir nichts ausmacht. Das wäre super. Ich brauche Leinenstoff. Ich bastle etwas. Ich kann dir nicht sagen, was. Es ist ein Geheimnis. Wie viel Leinenstoff habe ich denn? Da. Und er ist ganz weich. Vielen Dank. Du bist die Beste. Ich kann nicht glauben, dass ich auf dem Schiff bin. Vorhin habe ich eine Möwe gehört, glaube ich. Das ist so cool. Also, glaube ich zumindest. Vielleicht war es auch eine Taube oder mein knurrender Magen. Aber falls es eine war, ist es ziemlich cool. Noch irgendwas? Ich habe Hunger. Es ist illegal, Kinder hungern zu lassen. Ja, komm, ess den Apfel. Was ist das? Es ist Obst. Obst ist eklig. Popcorn. Okay. Also der baut sein Zimmer da hinten um. Schön. Das haben wir noch. Was ist das? Was für ein Anblick. Ich liebe diese Häuser. Sie sind so schön. Mein Vater war von Architektur besessen. Er war früher mal in der Armee. Er musste nach Europa und hat sich dort in die Gebäude verliebt. Selbst auf dem Schlachtfeld hatte er seine Kamera immer dabei. Er hat ständig Fotos gemacht. Kannst du das glauben? Trotz der Gewalt und des Blutvergießens fand er immer noch schöne Dinge. Die Zerstörung dieser Gebäude hat ihn ziemlich mitgenommen. Er hat nicht sehr viel darüber geredet. Über den Krieg, meine ich. Architektur wurde für ihn mehr als nur ein... Darüber redete er dauernd. Habe ich dir schon erzählt, dass ich meine Handtasche mit meinem Adressbüchlein und der Brosche meiner Mutter verloren habe? Ich glaube nicht. Denn diese Handtasche war ein Foto. Hin und wieder habe ich es herausgenommen. Ich brauche eine Pause. Was haben wir denn jetzt noch offen? Die Immerpforte halt, natürlich. Aber das war ja auch zu erwarten mit Astrid, ne? Dass das recht bald soweit ist. Und wie gesagt, Beverly hat vielleicht noch ein paar vereinzelte Quests, aber ich denke so langsam... Das heißt, wir können Astrid wegbringen und wie gesagt, Beverly denke ich auch bald. Und Gustav und Mickey und Bruce sind halt noch mittendrin. Da haben wir ja auch noch Quests. Und Stanley und Buck sind ja noch ganz am Anfang. Ich denke, bei Stanley müssen wir jetzt warten, bis der sein geheimes Versteck da weiter ausgebaut hat. Und wollte Buck nicht auch, dass wir irgendwo hinfahren? Nee, der wollte, dass wir sein Haus bauen, aber ich glaube, dafür fehlte mir Material, richtig? Stanleys Spielzimmer. Es wurde sogar umbenannt. Ah ja, dafür brauchte ich Kiefernbretter, das war's. Und ich habe noch keine Kiefern. Kiefernmöbel sind recht dunkel, oder? Ist das falsch im Kopf? Ich fahre da schon mal hin. Das heißt, an sich müssen wir dann noch auf Beverly und auf Stanley erstmal warten. Ich gehe jetzt aber noch nicht zu Immerpforte, weil ich ehrlich zugeben muss, nach 4,5 Stunden Stream habe ich nicht die Kapazitäten dafür. Ich fahre nur hier schon mal hin, dass wir nicht die Musik von Alex die ganze Zeit haben. Und dann würde ich beim nächsten Mal Astrid zu Immerpforte bringen, dass ich da dann auch wirklich fit für bin und aufnahmefähig. Möchtest du wieder ein Häuschen? Wobei, die Jahreszeit neigt sich dem Ende zu. Wir sollten uns die Blumen ansehen. Du erinnerst dich nicht mehr? Als wir Nachbarinnen waren,
hatten wir diese wunderschönen roten Anemonen in unserem Garten. Du warst immer ganz überrascht, wenn sie jeden Frühling aufs Neue blühten. Du dachtest wahrscheinlich, dass Magie dahinter steckt. Ich konnte deine Frage an den Augen ablesen. Wie haben die den ganzen Winter überlebt? Stauden? Nun, Blumen sind widerstandsfähig. Sie erinnern sich daran, dass sie wachsen wollen, um das Sonnenlicht zu sehen und seine Wärme zu spüren. Das gefällt mir am besten an dir, Zuckerschote. Du warst immer der hellste Tag, der hellste Teil meines Tages. Ich bin froh, dass wir Nachbarinnen waren. Nachbarinnen. Ich würde behaupten, es dauert bei ihr auch nicht mehr so lange. Okay. Dann würde ich hier, denke ich, für heute erstmal Schluss machen. Der Stream war jetzt ja auch recht lang. Aber wie gesagt, wir haben ja zwei neue Charaktere bekommen. Wir haben zwei Charaktere verabschiedet. Astrid wird beim nächsten Mal auch durch die Immerpforte gehen. Beverly wahrscheinlich auch recht bald. Und wenn wir dann noch herausfinden können, wie wir an das Ektoplasma kommen, dann können wir auch unser Schiff aufwerten. Wir haben ja soweit alles andere, außer eben das und die eine Seelenblume. Und dann können wir auch an das neue Gebiet. Und dann können wir auf jeden Fall auch das Material für Buck und für Gustav besorgen. Ich schreibe mir das aber nochmal eben auf. Gut, bei Gustav waren es die Goldbarren. Und bei Buck war es Kiefer, was uns fehlte. Das ist das neue Gebiet und das ist halt die Immerpforte. Das heißt, Astrid schreibe ich mir nochmal auf. Und neues Gebiet. Dass ich das fürs nächste Mal weiß. Ja. Aber ich fand, wir waren sehr erfolgreich. Es ist halt nur immer so, wenn man natürlich, also das Spiel ist sehr entspannt immer noch, aber es ist ja trotzdem sehr viel von A nach B fahren und überlegen, was ich brauche und das Material fehlt mir und das muss ich noch besorgen. Hast du Hunger? Ja, komm. Kannst noch ein bisschen Fisch haben. Das ist natürlich schon was, wo man trotzdem ein bisschen Konzentration braucht. Ne? Einfach, weil man eben sehr viel gucken muss, was man so braucht, wo man so hin muss, was man in welcher Reihenfolge macht, ne? Und so weiter und so fort. Man will ja auch nicht, dass die ganzen Passagiere verhungern. Deswegen, ja, ist es natürlich schon was, was ein bisschen Kapazität frisst. Wenn dann noch ein paar unglückliche Texte dazwischen sind, mit denen man nicht rechnet, frisst das natürlich noch mal ein bisschen mehr. Aber gut, war ja nur ein kurzer Moment. Dementsprechend alles gut. Dann werde ich nochmal meine Liste ein bisschen schöner machen, wobei die recht kurz ist. Ne? Es ist halt nicht so viel, es ist halt sehr viel jetzt auf das neue Gebiet warten. Aber ich werde trotzdem nachher nochmal die Sachen aufschreiben, die mir jetzt noch fehlen. Und ja, wie gesagt, dann mal gucken beim nächsten Mal. Und generell mal gucken, wie lang das Spiel noch ist. Ich kann mal gucken, wie viel Prozent ich jetzt eigentlich habe. Muss ja sowieso einmal speichern und verlassen. Dann kann ich ja nochmal nachgucken. Aber ich glaube, wir hatten vorhin 54. Das wird sich, glaube ich, ja, nicht so viel geändert haben. Dann wiederum, da sind jetzt 2, 4, 6, 8 Seelen in einer Reihe. Gut, es muss jetzt nicht sein, dass die zweite Reihe auch voll ist. Aber so an sich könnten wir dann schon auf 16 kommen. Gut, bislang waren, glaube ich, immer 2 pro neuem Gebiet, habe ich so das Gefühl. Also wir haben sehr oft 2 abgegeben und 2 neue bekommen. Wenn wir jetzt wirklich noch quasi 2 von diesen Nebelgebieten haben, würden da ja noch 4 dazukommen und vielleicht einer noch extra oder so. Deswegen, das kommt, denke ich, schon ganz gut hin. Ja. Und wie gesagt, die Anfragen müssen ja nicht alle machen, so an sich. Aber ich denke, wir kommen schon ganz gut voran. Und wir haben ja auch noch ein paar Wochen Zeit, das weiter zu streamen. Und ansonsten kann man es ja zur Not auch mal 2-mal die Woche streamen. Also ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall ganz gut hin.